Carsten Schulze, ich bin ganz aufgeregt, das ist was ganz Besonderes heute hier. Wir sind ja eigentlich digital heute vor Ort, aber Carsten hat es geschafft, sich hier ins Büro mit einzuklinken und er sitzt neben mir und ja, das ist in diesen Zeiten Corona-Gruß, was ganz Besonderes. Und Carsten, du bist Customer Success Manager und berätst unsere Kunden, wie sie ihre Microsoft-Technologien optimal einsetzen. Und was eigentlich optimal bedeutet, dazu würde ich jetzt gerne das Mikro an dich übergeben und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Impulsvortrag. Dankeschön. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Und ja, die einleitenden Worte waren sehr nett. Ich bemühe mich heute, mal ein bisschen auf vielleicht eine selten gesehene Seite des digitalen Arbeitsplatzes einzugehen, nämlich indem ich Ihnen etwas darüber erzähle, wie unser Blick ist, unsere Erfahrungen sind hinsichtlich des Wertbeitrags, den eine solche Innovation, aber auch Investition im Unternehmen leisten kann und wo wir hinschauen müssen, um diesen Mehrwert, den Beitrag zum Unternehmenserfolg auch zu finden. Eingangs vielleicht mal ein paar allgemeine Zahlen, die zeigen können, dass es prinzipiell durchaus möglich ist, über Mehrwerte zu sprechen und eben Investitionen in digitale Tools wie beispielsweise Microsoft, aber auch wie, weiß ich, andere Hersteller, beispielsweise Mitarbeiter-Apps, dass die eben nicht nur immer Ausgaben sein müssen, die dann einen nicht näher definierten Mehrwert bringen, wo man vielleicht sagt, ja, das hätten halt alle gern oder die Mitarbeiter sind dann bestimmt zufriedener, sondern wir können durchaus auch Zahlen an ganz vielen Punkten finden, die wir positiv im Sinne des Unternehmens beeinflussen. Und optimaler Einsatz, meine Kollegin sagte das gerade schon, bedeutet in dem Fall eben aus Blick des Unternehmens, optimal eingesetzt heißt, einen optimalen Mehrwert für das Geld und die Aufwände, die ich damit entsprechend habe. Also das ist eine Studie, die ist von der Firma Forrester eigentlich in jedem Jahr in den letzten 2, 3 Jahren veröffentlicht worden, in Zusammenarbeit mit Microsoft, das muss man dazu sagen. Deswegen ist das eine Anregung, darüber nachzudenken und auch zu schauen, wo man hinschauen kann. Was man da gefunden hat in untersuchten Unternehmen, ist beispielsweise, dass es eine nennenswerte Einsparung auf Mitarbeiterseite gab, wenn Informationen schneller zu finden sind, schneller verwendbar sind und man nicht in verschiedenen Systemen zum Beispiel suchen muss. Es ist festgestellt worden, dass man zweistellige Einsparungen bei der Anzahl der HR- und IT-Tickets erreichen kann, wenn man diesen Bereich mit Technologie optimal unterstützt. Was das sein kann, da komme ich später noch drauf. Und wenn wir die Möglichkeiten moderner Software- oder Anwendungsentwicklung uns anschauen, die beispielsweise bei Microsoft, da komme ich thematisch her, unter dem Namen Power Platform bekannt sind, dann haben wir dort ganz große Einsparungsmöglichkeiten in der Softwareentwicklung. Da brauche ich nämlich keine Programmierer mehr. Okay, schauen wir das uns mal im Detail an. Und die erste Frage, die uns Kunden dann immer stellen, ist, was genau kann er denn eigentlich bewirken? Also wo muss ich denn eigentlich hinschauen? Was kann ich denn verbessern mit dem digitalen Arbeitsplatz? Und etwas, was relativ häufig, wenn auch sehr generisch da genannt wird, ist eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Die kann aus verschiedenen Quellen resultieren, zum Beispiel eben einem attraktiven Arbeitsplatz, der den Mitarbeitern wiederholende und vielleicht auch langweilige Tätigkeiten abnimmt. Und sie kann einen Wertbeitrag zum Unternehmen leisten, indem klar ist, dass zufriedenere Mitarbeiter beispielsweise länger im Unternehmen bleiben. Das bedeutet, ich habe geringere Personalgewinnungskosten. Und schon sind wir auf einer Ebene, wo wir nicht über ein sehr weiches Thema sprechen, wie Mitarbeiterzufriedenheit, sondern wir können auch ableiten, dass sich damit konkrete betriebswirtschaftliche Fakten verändern. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, der digitale Arbeitsplatz kann bewirken, dass meine Kunden und Partner, mit denen ich zusammenarbeite, also externe, zufriedener mit mir als Unternehmen sind, gerne mit mir zusammenarbeiten, besser mit mir zusammenarbeiten. Entweder, weil ich die Tools auch benutzen kann, die Sie nutzen wollen, oder weil ich vielleicht sogar ein Vorreiter und Impulsgeber bin, indem ich sage, lasst uns doch bitte zukünftig nicht mehr per E-Mail austauschen, sondern beispielsweise über eine Cloud-Plattform. Unzufriedene Kunden und Partner, das ist naheliegend, haben natürlich auch einen berechenbaren Einfluss auf das Unternehmensergebnis. IT-seitig finden sich, glaube ich, noch am ehesten die Ideen von alleine, was kann man einsparen mit einem digitalen Arbeitsplatz oder wo kann man etwas verbessern. Wir haben
generell bei Software as a Service geringere Betriebskosten, denn den Betrieb der Lösung lagere ich ja als Software as a Service-Nutzer genau aus. Den bezahle ich dann monatlich zugegebenermaßen, aber den habe ich dann intern eben in geringerem Umfang. Und wenn wir uns Plattformen anschauen, die beispielsweise Chatfunktion und Dateiablage gemeinsam anbieten, da gibt es ja viele, um nicht immer Microsoft zu sagen, jetzt beispielsweise bei Cisco auch ein ganz interessantes Angebot zu haben, mit WebEx Teams beispielsweise, dann kann ich schauen, dass ich einzelne Lösungen, die ich separat bisher betrieben und bezahlt habe, um diese Funktion zu haben, nämlich Dateiablage dort, Chatfunktion da und vielleicht Videokonferenzanlage in meinen Besprechungsräumen nochmal eine dritte Lösung, dann kann ich die ablösen und spare mir dann auch Lizenzkosten anderer Anbieter. Und der letzte Punkt, sicherlich nicht umfassend und abschließend, aber der letzte Punkt, der uns in Projekten bewusst und häufig auffällt, ist, dass wir die Produktivität der Mitarbeiter natürlich erhöhen können, indem wir ihnen gute und für ihre Aufgaben passende Tools zur Verfügung stellen. Produktivität heißt dann zum Beispiel, ich mache weniger Aufgaben, die auch ein Computer könnte, und mache mehr höherwertige Aufgaben, für die eben nur ich als Mitarbeiter qualifiziert bin. Jetzt haben wir häufig im Mittelstand die Diskussion, dass jemand sagt, gut, das verstehe ich schon irgendwie, das mag für eine Marketingagentur ganz spannend sein und bestimmt ist es im Büro auch Mehrwert zu finden, aber ich als produzierendes oder vielleicht auch als dienstleistendes Unternehmen, wo noch nicht mal alle ein Handy haben, für mich ist doch da nichts zu holen, oder? Und da nehme ich gern eine Herausforderung an, doch ist es. Vielleicht nicht überall, vielleicht nicht bei allen Mitarbeitern, aber die folgenden Bereiche, die wir in Unternehmen eigentlich immer vorfinden, die haben sie in den meisten Fällen auch bei sich im Unternehmen. Und ich werde ein paar Anregungen geben, wo sie da nach Mehrwerten suchen können, wo Tools, moderne Tools eben dazu beitragen können, dass die Arbeit produktiver ist, die Mitarbeiter zufriedener sind, etc. Logistik ist hier ein Hafen dargestellt, aber natürlich meint das in dem Fall erstmal vielleicht die interne Logistik. Jede Firma bekommt irgendwelche Dinge geliefert, verarbeitet sie dann weiter auf eine oder andere Art und dann gibt es eine Ausgangslogistik. Also denken Sie in die Richtung. Produktion oder Dienstleistung, das kann ganz konkret natürlich der Schweißer sein, der einen Stahltank baut. Es kann aber natürlich auch ein Außendienstmechaniker sein, der unterwegs ist und Dinge repariert oder natürlich auch Dienstleistung, irgendetwas, was nicht hergestellt wird, sondern vielleicht veredelt wird oder wo Menschen eben eine Arbeit vielleicht mit anderen Menschen zusammen tun. In der Personalwirtschaft, bei IT naheliegenderweise auch, im Marketing und Vertrieb, auch das sind Bereiche, die hat eigentlich jedes Unternehmen in seinem Bereich irgendwo in unterschiedlichen Ausprägungen. Und der letzte Punkt, im Kundenservice. Also immer dort, wo ich mit meinen Businesskunden in Interaktion trete, sei es, weil es vielleicht ein Ticket gibt, dass irgendwas nicht geklappt hat, sei es, weil es eine Anfrage gibt zu einem Thema, was auch immer. Und wenn wir in diesen Bereichen, ich denke, da stimmen mir alle zu, wenn wir in diesen Bereichen etwas verbessern können, dann trägt es dazu bei, das Unternehmen besser zu machen, erfolgreicher zu machen, überlebensfähiger zu machen. Wir gehen jetzt mal in die Details rein. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich werde einiges aus diesen drunter geschriebenen Beispielen auch aufgreifen. Nicht alles, aber ich glaube, wir kriegen hinterher auch die Dokumente, wenn es möglich ist. Oder wir können es vielleicht auch ein bisschen größer machen. Dann machen wir das mal so. Ich hoffe, dann passt das ein bisschen besser. So. Okay. Ich mache es mal so, das passt besser. Also, in der Logistik, ein ganz einfaches Beispiel, was wir mit dem Kunden mal gemacht haben. Erster Fall war, er hat eine Reihe von Außendiensttechnikern, die im Laufe des Tages bestimmte Materialien verbrauchen und in der Planung für den nächsten Tag schon wissen, das werde ich neu mitnehmen müssen. Bisher lief das so, dass die dann am nächsten Morgen ins Lager gefahren sind, dort auf dem Zettel geschrieben haben, was sie brauchen, dabei die erste Tasse Kaffee angemacht haben und mit dem Lagerarbeiter Zeit verbracht haben. Was natürlich schön ist auf der einen Seite, andererseits ist es so, wenn man dann 100 Außendienstmitarbeiter hat und alle verbringen eine halbe Stunde extra dort, dann trägt das nicht zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei.
Wenn wir hier eine technische Lösung finden, die beispielsweise am Vorabend auf eine einfache Art und Weise und auf eine fehlerfreie Art und Weise dem Außendienstmitarbeiter die Möglichkeit gibt zu sagen, ich scanne einem QR-Code einfach ein, was ich verbraucht habe oder morgen brauchen werde. Und es geht digital zur Halle, zur Lagerhalle und wird dort schon vorbereitet. Und wenn ich dann am nächsten Morgen komme, dann kann ich immer noch 5 Minuten mit dem schnacken. Aber ich nehme dann einfach mein gepacktes Paket mit meinen Materialien mit oder, anderer Fall, ich steige in mein Auto und hinten drin ist schon alles, was ich brauche. Und ich kann auch auf dem Handy zum Beispiel nachgucken, ob alles da war, ob ich alles haben werde. In diese Richtung zu denken, bitte. Nächster Punkt in der Produktion. Da hatte ich immer mal wieder interessante Diskussionen, dass man sagt, ja, die sollen ja in der Produktion nicht am Handy spielen, sondern die sollen an den Maschinen arbeiten. Das stimmt. Die sollen an den Maschinen arbeiten. Gleichzeitig haben auch Produktionsmitarbeiter bestimmte Informationen, die sie austauschen müssen. Und das Simpelste wirklich ist der Dienstplan, der Schichtplan. Habe ich dann gefragt, wie machen Sie das denn mit dem Schichtplan, wenn die nicht am Handy spielen sollen? Und das wird folgendermaßen in dem Fall gemacht. Man hat dann eine Excel-Datei, da trägt der Schichtleiter das ein, dann fotografiert er das ab mit dem Handy, also macht so ein Oldschool-Screenshot und schickt das dann per WhatsApp an die einzelnen Mitarbeiter. Da will ich jetzt gar nicht über den Datenschutz sprechen, denn das sind ja schon dann auch persönliche Daten, wer wann wo arbeitet. Aber es ist auch einfach sehr instabil. Es ist ein Tool, das nicht im Netz der Firma vorhanden ist, wo die Daten vielleicht auch abfließen können. Und es ist auch nicht darauf vorbereitet, dass jemand sagt, ich habe meine Schicht, die möchte ich tauschen. Wer kann die Schicht übernehmen? Also wenn wir da ein sinnvolles und einfach zu bedienendes, vielleicht auch vom Handy, vom privaten Handy aus zu bedienendes Tool haben, wo ich meine Schichtplanung machen kann, dann habe ich dort eine digitale Chance gefunden, die uns produktiver macht, ohne dass wir am Handy rumspielen müssen. Ja, und da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Weniger vielleicht technisch-organisatorisch, sondern aber einfach, dass man sagt, wie kriegt denn der Schichtleiter den Kontakt zu seinen Schichtmitarbeitern, wenn die in der Nachtschicht sind und er arbeitet tags? Man sieht sich ja kaum. Da muss der da bleiben und dann schnacken die kurz und dann ist wieder Tschüss. Wenn wir aber eine Möglichkeit haben, wo wir uns wirklich vernetzen können, können wir auch da enger zusammenrücken. Und auch hier wieder ein Schichtleiter, der mit seiner Schichtbesatzung eng zusammenarbeitet und sich gut versteht, wo auch mal frühzeitig vielleicht eine Unstimmigkeit hochkommt und geklärt wird. Das ist ein Wertbeitrag fürs Unternehmen, weil die Schichtmitarbeiter bleiben dann länger bei Ihnen und erfahrene Schichtmitarbeiter, vermutlich wissen Sie das, sind ein großes Asset oder haben einen großen Wert. Wenn die dauernd wechseln, weil sie irgendwo anders 100 Euro mehr bekommen, ist es negativ. In der Personalwirtschaft, da gibt es natürlich bestimmt viele Anregungen, die Sie auch selber schon sehen oder umgesetzt haben. Ich möchte mal auf eins eingehen, nämlich das Punkt Mitarbeiter-Onboarding. Wer erinnert sich noch vielleicht an sein eigenes Onboarding? Ich muss sagen, ich habe da auch so meine Erfahrung gemacht, wo man dann irgendwelche Zettel bekommen hat und teilweise mit Links, die dann draufgeschrieben waren und man ging dann ins Intranet, hat sich dort Dinge zusammengesucht, dann gibt es so ein Patenkonzept etc. Ein Patenkonzept ist bestimmt eine gute Sache, aber es spricht auch nichts dagegen, in einem vernünftigen Tool alle Informationen aktuell auf einen Punkt zu bringen und die sind schon da an dem Tag, wo er die Tür aufmacht. Und dann kriegt er seinen einen Zugang. Und dann geht er da rein, findet Videos, findet Fotos, findet Vorstellungen, findet Verweise auf irgendwas und kann dann nicht nur am ersten Tag reingucken und dann hat er die Mappe irgendwo verlegt, so ging es mir, sondern er kann auch nach einer Woche nochmal reingucken oder sagt, Mensch, jetzt bin ich halt ja hier, aber ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn für den Einkauf zuständig oder wie ist denn der Prozess X? Das ist ein effizientes Onboarding und dann frage ich auch nicht nochmal die Kollegen nach einem halben Jahr unbedingt oder ich gehe ins Personal und sage, kann ich nochmal die Mappe haben? Und es spart Zeit und es macht mir als Mitarbeiter, der neu dazu ist, einen guten Eindruck und es macht mir Spaß, weil es gut funktioniert. In der IT, denke, da brauche ich auch nicht allzu stark drauf eingehen, da ist einiges schon naheliegenderweise. Also, wenn ich beispielsweise Cloud-Nutzung, habe ich schon gesagt, führt dazu, dass ich weniger Administrationsaufwand habe, meine Mitarbeiter sich mehr um die gute Verwendung der Tools kümmern kann, indem man zum Beispiel mehr erklärt, mehr fragt, mehr da ist vor Ort, als dass man sich um die Administration kümmern muss. Und ich habe natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeit, Lizenzkosten teilweise einzusparen. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die kann ich noch mal aus der Praxis erzählen. Wir hatten einen Kunden, der hat für seine 1000 Mitarbeiter ServiceNow gehabt. Wer das kennt, das ist ein super mächtiges Tool, aber relativ teuer. Und gleichzeitig hat er eine E3-Lizenz bei Microsoft gehabt, wo beispielsweise die sogenannte Power-Plattform mit drin ist. Und er hat nach einer Weile festgestellt, ich könnte doch den Großteil meiner Nutzer eigentlich aus dem teuren ServiceNow rauslösen. Weil das bisschen an Meldung, was Sie da haben, zum Beispiel der Drucker ist kaputt oder ich brauche einen neuen Laptop, das sind keine komplexen Sachen. Die könnte man auch beispielsweise in Office 365 abbilden.
dann läuft das dort durch, die Lizenzen sind eh da und dann baut man eine Schnittstelle, dass das irgendwann an das führende System übergeben wird. In diese Richtung denken. Wie finden wir sowas raus? Wir müssen mit denen fragen, die sich damit beschäftigen und die das Problem haben und die sagen, Mensch, da klemmt es irgendwie. Aber da komme ich nochmal am Ende drauf. Im Marketing und Vertrieb, ich sage immer, das Projekt im digitalen Arbeitsplatz sollte man am besten mit dem Vertriebsteam anfangen. Denn Vertriebsteams sind ideal geeignet dafür. Die sind dezentral verteilt. Die kennen sich mit sowas wie, ich muss 5% schneller werden oder 5% mehr Abschlüsse machen, gut aus. Das heißt, mit denen kann man auch über Kennzahlen sprechen. Und hier sehe ich zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir ein Tool haben, das ein einfaches Dashboard bietet für den Vertriebsleiter, was nicht auf Fragen und Antworten oder auf E-Mails, die ich ihm zugeschickt habe, basiert, sondern dass die Daten dort abgreift, wo sie passieren. Sei es in der SQL-Datenbank, sei es in SAP, in ServiceNow, in ihrem CRM, was auch immer. Wenn ich da die Möglichkeit habe, mit der technischen Lösung ein gutes Dashboard zu machen, dann spart er sich viele Stunden pro Woche beim Suchen, beim Fragen, beim Zusammentragen. Und wenn er in die Geschäftsführung kommen muss als Vertriebsleiter, dann macht er nicht das Dashboard neu und sagt, jetzt brauche ich die PowerPoint noch mal eine Stunde lang zu verbessern, sondern dann nimmt er einen Screenshot von seinem Dashboard oder fügt es in seinem PowerPoint direkt ein oder gibt natürlich der Geschäftsführung generell Zugang zu seinem Dashboard. Das geht auch. Also hier geht es wieder durchaus technische Möglichkeiten zu finden, wie die Arbeit angenehmer und schneller und dadurch produktiver sein kann. Im Kundenservice greife ich das Beispiel vom Callcenter auf. Wenn wir hier die Möglichkeit haben, schneller durch Technologie Dinge zu lösen, indem wir zum Beispiel sagen, bestimmte Sachen werden abgefangen durch einen Bot oder indem wir Problemlösungen digital unterstützen, durch eine gute Suche, durch einen Austausch über die Kundenservice-Schichten hinweg, auch dann erreichen wir eine größere Produktivität. Und das ist gut fürs Unternehmen. Letzter Punkt. Wenn Sie mir zustimmen, dass das gute Ideen sind, dann werden Sie sich jetzt fragen, und nu, wie mache ich es? Was kann ich denn tun? Und in einem Satz, hören Sie denen zu, die die Probleme haben. Gehen Sie in Ihre Fachabteilung rein. Wir müssen das nicht Productivity Workshop nennen. Wir können einfach sagen, wir gehen mal zu den Fachabteilungen und sagen, Leute, wie zufrieden seid ihr mit eurem digitalen Arbeitsplatz, mit euren Tools und wo klemmt der Schuh? Und dann hören Sie zu und versuchen, vielleicht auch indem Sie nochmal zeigen, was die Lösung eigentlich könnten, gemeinsam zu erarbeiten, wo kann unser digitaler Arbeitsplatz unsere Mitarbeiter konkret noch besser unterstützen. Und dann gehen Sie in die Umsetzungsplanung und dort, wo der Mehrwert die Kosten groß übersteigt, da fangen Sie an. Herzlichen Dank. Ich habe meine eigene Folie übersprungen, aber mich haben Sie jetzt auch lang genug gesehen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann freue ich mich sehr darauf. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So schnell kann ich dich leider noch nicht entlassen, Carsten, denn die ersten Fragen sind schon reingekommen. Du darfst dann deine Kamera gerne wieder anmachen. Bring mir ein bisschen Aktivität hier rein. Die erste Frage geht schon mal sehr in die Praxis rein oder war jetzt sehr, ja, praxisrelevant. Wie erfolgt die Schichtplanung zum Beispiel bei Microsoft Teams, wenn die Produktionsarbeiter keinen Zugang zum Rechner haben und gegebenenfalls auch keine digitale Identität mitbringen? Also prinzipiell ist es so, dass in Microsoft Teams mittlerweile eine App gibt, die heißt Shift oder Shift und die ist für diese Schichtplanung optimal vorbereitet. Da muss man also nichts Eigenes bauen. Und tatsächlich ist es so, die Frage der digitalen Identität ist eine wichtige, denn wenn ich sagen möchte, Carsten Schulze macht die Schicht nächste Woche Donnerstag, dann muss ich das irgendwo vermerken. Es gibt auch gerade für Produktivmitarbeiter, also Mitarbeiter in der Werkhalle, einzelne Lizenzen, die entsprechend zugeschnitten sind und die auch günstiger sind. Es ist durchzurechnen, ob man in denen eine Lizenz gibt. Ohne Lizenz wird es schwierig, gerade bei Microsoft, aber die muss nicht immer so teuer sein. Es muss nicht E3 sein für 15 Euro oder noch teurer für die E5-Lizenz. Es gibt abgespeckte Lizenzen und wenn Sie kein Dienstgerät haben, kann man auch einstellen, dass Sie mit beispielsweise dem Privatgerät darauf zugreifen können. Danke, Carsten. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantworten können. Die nächste Frage, die noch reingekommen ist, bezieht sich vielleicht auch schon auf einen Vortrag, den wir heute nochmal machen. Aber Carsten, du kannst bestimmt nochmal was zu digitalen Tools empfehlen, die man im Zusammenhang mit Workshops, die man digital durchführt, sagt. Also du kannst uns dazu was sagen. Und welche würdest du denn hier empfehlen?
Moment, da muss ich nochmal, die Frage war, ich sehe es gerade, welche digitalen Tools empfehlen Sie für die Zusammenarbeit in Workshops, wenn alle remote sind? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, ist nicht nur eine Toolfrage, sondern auch eine Organisationsfrage. Aber ich gehe erstmal auf die Tools ein. Ich als Microsoft-Experte sage natürlich, mit Office 365 haben Sie ziemlich viel dabei, was Sie brauchen. A, Teams, um beispielsweise eine gute Videokonferenz zu machen. Und das Tool Whiteboard, das ist noch relativ unbekannt. Das gibt es auch bei Cisco beispielsweise. Also einfach ein digitales Whiteboard, auf dem alle Teilnehmer malen, schreiben, beitragen können, Fotos reinbringen können. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn ansonsten ist es ja doch immer sehr einseitig. Ich habe hinter mir dann eine Pinnwand hängen, da schreibe ich was drauf, das sehen Sie, finden es gut, sagen mir, ich soll da oben noch was ergänzen. Also so ein Whiteboard-Tool ist ganz wichtig. Und natürlich gute Kameras, gute softwareseitige Unterstützung. Mit Zoom kann man das bestimmt auch machen. Da gibt es ja wirklich viele Anbieter. Und ansonsten würde ich tatsächlich für so die Workshop-Feinheiten nochmal auf den anderen Beitrag heute verweisen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wann der genau ist. Ja, gerne. Und zwar 17.10 Uhr haben wir heute noch den Impuls. Da geht es um virtuelle Workshops effizient gestalten. Da geht es genau um dieses Thema. Ja. Der organisatorische Hinweis, aber noch zum Abschluss, machen Sie bitte nicht einen Tagesworkshop am Laptop mit einem Kopfhörer auf. Auch nicht 4 Stunden. Die Erfahrung zeigt, das funktioniert vielleicht in einem Besprechungsraum, aber es funktioniert nicht so. Was wir immer versuchen mit Kunden, wo wir wirklich lang zusammenarbeiten müssen, ist, dass wir das aufsplitten, entweder über mehrere Tage oder wenigstens, dass man sagt, 2 Stunden vormittags, dann Stunde Mittagspause oder 2 Stunden Mittagspause und dann nochmal 2 Stunden Nachmittag. Sicherlich irgendwie zusammenhängt, aber doch so, dass man zwischendurch eine Pause hat, man wegkommt vom Bildschirm, mal die Kopfhörer absetzen kann. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also mein Gefühl ist so, 2 Stunden ist das Maximum, wo die Leute auch bereit sind, sich zu konzentrieren und nicht die Kamera auszuschalten, dann nebenher eine E-Mail zu lesen oder vielleicht nochmal irgendwo einfach abzuschalten, was ihnen keiner auch verwehren kann.